Neue Blöcke, neue Monster, ein riesiger neuer Dungeon mit vor allem super krassem Loot. Die nächste große Minecraft-Version steht bevor und wir werden uns heute gemeinsam die erste Testentwicklungsversion angucken. Ich bin super gespannt, die neuen Features zu sehen. Lasst unbedingt einen Like da, abonniert diesen Kanal und lasst uns sofort beginnen mit einer neuen Minecraft-Welt. Genau solche Videos sind meine allerliebsten. Ich liebe es, immer wieder neue Updates anzuspielen und wir haben einen neuen Snapshot. Und zwar den Minecraft-Snapshot 23W45A. Das klingt so absolut professionell, wenn ich das so sagen kann. Ich finde, Snapshots klingen immer so cool. Also um es kurz zu fassen, den Snapshot für die 1.20.3. Es geht in die Richtung, dass wir die nächste große Minecraft-Version erwarten können. Das bedeutet, dass wir hier eine Version haben mit Features, die wir auch wirklich im nächsten Minecraft-Update erwarten können. Ganz wichtig, das hier ist nicht die finale Version und es werden wahrscheinlich noch viele Sachen dazukommen, aber trotzdem können wir uns das Ganze jetzt schon mal angucken und ihr seht bereits in meinen Händen eine Sache, die äußerst interessant ist, denn das ist mehr oder weniger das Highlight. Es gibt eine neue Struktur. Das ist ein Trial Key. Das ist ein neues Item, das es im Spiel gibt und ich habe den jetzt schon, weil ich mir den gegeben habe, aber auch aus einem ganz simplen Grund, der hat noch keine Funktion. Also du kannst mit dem noch nichts machen und es wird momentan spekuliert, was du mit diesem Trial Key genau machen kannst. Ihr könnt ja mal eure Vermutungen in den Kommentaren schreiben. Ihr könnt generell mal gerne eure Meinung zu dem bevorstehenden Update in die Kommentare schreiben. Generell lasst auch super gerne ein Like da und abonniert diesen Kanal. Ich werde mir noch dieses Jahr die 1,6 Millionen Abonnenten hier auf dem Main Channel knacken. Unfassbar krass. Auf dem Zweitkanal, wo momentan halt super viel Craft Attack jeden Tag kommt, knacken wir bald die 600.000 Abonnenten. Es ist unfassbar, was hier alles momentan passiert. Deswegen, ich freue mich jetzt auch mal in Ruhe, mit euch hier auf dem Main Channel ein bisschen zu reden. Denn ich will es auch gar nicht so sagen, aber momentan kommt der Main Channel ein bisschen kürzer, weil ich halt jeden Tag unfassbar viel Craft-Tech spiele und auf dem Zweikanal halt dazu jeden Tag ein Video hochlade. Und das momentan ein bisschen schwierig ist für den Main-Channel noch parallel dann auch Sachen hochzuladen. Bin, by the way, auch kein Experte. Also ich habe jetzt nicht irgendwelche Sachen vorher auswendig gelernt, sondern wir werden halt viele Sachen gemeinsam erstmal herausfinden und ihr werdet heute mit mir gemeinsam auf jeden Fall in den neuen Dungeon gehen, dem Trial Chambers. Das ist aber ganz wichtig gesagt, nicht die einzige Sache, die wir uns heute auch angucken können, denn es sind auch ein paar simplere Sachen neben der Struktur dazugekommen und zwar Blöcke. Also, ich finde es voll gut, dass man auch immer wieder Kleinigkeiten verändert. Und wenn wir gleich mal Glück haben, kann ich euch einen oder mehrere der neuen Blöcke direkt auch schon mal zeigen. Ich muss mich nur ganz kurz um ein bisschen Essen kümmern. Denn, ja, Schweine und Kühe, ich glaube, das sollte jetzt für euch nicht allzu neu sein. Aber, neue Kreatur, ihr habt es im Intro auch gehört, es gibt auch eine neue Kreatur zu begutachten. Und auf die freue ich mich vor allem auch. Noch ein paar Informationen zur generellen neuen Struktur. Was Mojang selber sagt, ist, dass das ein Dungeon ist, der fürs Midgame gedacht ist. Da habe ich mir erstmal so ein bisschen gedacht, okay, ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass das mehr so ein Late-Endgame-Dungeon ist, aber dass sie jetzt auch vielleicht im Midgame, also, ja, was ist halt das Midgame? 20 Minuten? Nein, also, ihr müsst ja schon immer wieder aus dem Auge des Casual-Spielers sehen, ist das halt so ein Dungeon, den du mit Eisenrüstung, ohne krasse Verzauberung, also jetzt nicht unbedingt mit Full-Netherite-Rüstung, erkundest und, ja, halt da den Stuff machst. Was ich unfassbar cool an diesem Dungeon finde, am Trials Chambers, also die Schwierigkeit des Dungeons, ist davon abhängig, wie viele Leute diesen Dungeon betreten. Denn es gibt dort einen Spawner, eine neue Art Spawner, die werden wir heute auch nochmal sehen, die die Fähigkeit hat, zu erkennen, wie viele verschiedene Spieler um ihn herum sich befinden. Da ich hier allein gerade im Singleplayer bin, wird das heute also noch nichts. Aber ich kann mich schon unfassbar cool vorstellen, in Challenges mit mehreren Leuten auf jeden Fall dort immer wieder ranzugehen. Das heißt auch mal zu testen, hey, wie ist es denn, in Ultra-Hardcore irgendwann mal mit einem halben Herzen diesen Dungeon zu machen? Denn wir reden hier wirklich von einem Dungeon, der, naja, halt Action bietet. So ähnlich wie einen Raid. Und ich hoffe, dass das contentmäßig auf jeden Fall ordentlich ist. Hier haben wir erstmal, ja, also, das ist ehrlich gesagt gar nicht mal so verkehrt, was wir hier rausbekommen. Ich bin immer wieder ein Fan davon, wenn Sachen, die bereits im Spiel existierten, noch einmal neu aufgegriffen werden und verbessert werden. Das heißt, der erste Block, den ich euch zeigen kann, ist ein Block, den wir schon etwas länger im Spiel haben, der jetzt aber noch besser gemacht wurde. Also, er hat ein bisschen mehr Variation bekommen. Und zwar ist die Rede von, ich mache auch einen krassen Spannungsbogen um so einen einzelnen Block. Aber ich finde es cool und ich glaube, dass der rein theoretisch auch, glaube ich, gar nicht zu selten genutzt wird. Dadurch, dass der jetzt halt ein bisschen gereworked wurde, ich glaube, man wird den auch noch ein bisschen häufiger immer wieder in verschiedenen Bauwerken sehen. Und ich glaube, das wird ein Block sein, der generell gar nicht mal so unbeliebt sein wird. Verzeiht mir bitte, dass ich ungebratenes Fleisch esse. Das wäre jetzt natürlich krass, wenn ich euch jetzt eigentlich einen anderen Block zeigen möchte, aber jetzt einfach diesen Dungeon direkt finde. Ich hoffe, dass wir generell heute, also ich spiele halt einen Random Seed, ich hoffe, dass wir den halt relativ schnell heute hier finden werden. Das, was wir jetzt aber erstmal gefunden haben, ist das, was ich euch zeigen wollte. Und zwar, ihr seht es oben rechts direkt, wir haben ein paar neue Rezepte geunlockt, was sehr merkwürdig ist, denn eigentlich
ist das mit Tough noch nie so vorher der Fall gewesen. Da Tough war einfach nur ein Block, der komplett halt, naja, also der kam halt mit Geoden, der sich hinter der Kalzitschicht befand. Beziehungsweise hat man, wenn Tough einfach so ab Höhe 0, alles was da drunter ist, so gefunden. War halt bis dato immer einen Block, den du halt... Ich sag euch ehrlich, ich hab's ja noch nie vorher benutzt. Also habt ihr schon mal Tough für irgendwas benutzt? Ist jetzt aber ein Block, den du an sich verwenden kannst, um ein bisschen mehr zu machen. Du kannst nämlich einerseits Tough unverarbeitet zu Tough Stairs, Tough Slabs. Heißt, wir können jetzt halt ein bisschen mehr Tiefe mit einarbeiten. Cool. Gibt es Tough Walls? Gibt's auch. Wer hätte es gedacht? Also sprich, haben wir solche Zäune. Aber es gibt noch ein bisschen mehr. Aber ich zeige euch das mal ganz kurz an der Oberfläche, weil ich glaube, da ist es ein bisschen cooler zu sehen. Wir machen uns in der Zwischenzeit erstmal ganz kurz einen Eimer. Und gönnen uns mal ganz kurz Eisenspitzhacke und Eisenschwert. Oh, sehr gut. Wenn ich jetzt gerade nach oben gehe, ich kann euch auch direkt damit was zeigen. Copper, eine Sache, die, als es damals da ins Spiel hinzugefügt wurde, ja, von vielen so ein bisschen belächelt wurde, weil, ja, keine Ahnung, du konntest halt einen Blitzableiter damit machen, dir ein Fernglas craften und mehr gab es nicht wirklich. Das wurde jetzt auf jeden Fall auch nochmal angepasst, was ich auch sehr gut finde. So, bevor es jetzt mal weitergeht, wir sind mittlerweile an der Oberfläche. Kurzes Style-Update. Sieht schrecklich aus. Aber hier an der Oberfläche kann ich es euch nochmal ein bisschen besser zeigen. Den Block habe ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht angeguckt. Und es sieht aus, als ob da GG draufsteht. Aber für mich ein Block, der sehr schön aussieht. Typisch chiselt, eine Kontur oben und unten. Weil für mich sieht es ein bisschen danach aus, als würde es eine Anspielung auf den Wind geben, auf Windböen. Und eventuell wird es heute noch ein bisschen windig in dem Video. Klingt super merkwürdig, wenn ihr überhaupt keine Ahnung habt, was ich gerade von euch möchte. Aber cooler Block. Ich mag die Farbe. Also wie gesagt, dieser leichte Pastell-Grauton. Ich glaube, du kannst damit echt sehr viele coole Sachen bauen. Aber das war es immer noch nicht, denn es gibt einen Polish-Tough-Block. 2x2 Tough. Ähnlich wie Endzeit, Granit oder was auch immer. Es gibt super viele Polish-Varianten. Kannst du das Ganze jetzt eben auch nochmal zu einem noch etwas dunkleren und ich finde sehr, sehr, sehr schönen Block verwandeln. Und ich glaube, den wird man häufiger in verschiedensten Bauwerken immer wieder sehen. Denn glatte Oberfläche, Konturlinie, super, super geiler Block. Real Talk. Also ich finde den als Boden, der erinnert mich an so dunkles Marmor. Also ich glaube, dass das ernsthaft eine Menge verändern wird. Klingt jetzt ein bisschen sehr krass. Ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, das könnte halt so wirklich wie Blackstone, Deep Slate oder auch Quarz so ein richtig klassischer Building-Block werden, der sehr, sehr häufig in Bauwerken mal wieder zu finden sein wird. Und hier haben wir jetzt den Brick. Der erinnert mich natürlich sehr und ich glaube euch auch an Stormbricks. Sieht aus wie eine Stormbrick-Variante und ich glaube, wir stellen uns mal ganz kurz Stormbricks, die klassischen, daneben. Nun ja, auf jeden Fall haben wir mehr oder weniger jetzt einen Stormbrick mit noch einer stärkeren Kontur. Und oder es sieht ein bisschen aus, als ob da nochmal so ein Sepia-Effekt drauf ist, nochmal ein bisschen der Kontrast hochgestellt. Aber ich finde, super cooler Block. Also nochmal so einen leichten grünen Film drauf. Aber finde ich super, super cool, denn Tough war halt jetzt kein Block, der so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Und das hat sich jetzt eben geändert. Und das ist genau eine sehr, sehr, sehr gute Richtung. Wenn Minecraft Sachen aufgreift, die es im Spiel bereits gibt, sie aber noch besser macht, das heißt teilweise neue Crafting-Rezepte mit Sachen, die es bereits im Spiel gibt, nochmal neu anfängt. Das heißt, es werden Sachen hineingepatcht, die man aber mit alten Sachen craften muss. Und da werde ich euch gleich nochmal eine andere Sache zeigen. Finde ich das unfassbar gut. Das Ganze ist nämlich auch noch bei einem anderen Item passiert. Das müssten wir uns aber noch ein bisschen aufwendiger gleich mal ranholen. Zeige ich euch aber auf jeden Fall auch. Hat aber auch auf jeden Fall hiermit was zu tun. Also ein sehr, sehr gutes Beispiel von dem, was ich meine, ist zum Beispiel, als man Amethyst auch in das Spiel reingebracht hat und nicht, sage ich mal, allzu viele Sachen damit machen konnte, dann aber unter anderem sie auch jetzt verwendbar sind. Vor Armor Trims, dass du Allays damit breedest, dass du hoffentlich vielleicht noch bald ein paar mehr Sachen damit machen kannst. Oder man auch eben Suspicious Sand eben auch in eine alte Struktur wie einem Desert-Tempel in einer Wüstenpyramide mit einbaut, dass man damit eben dort auch etwas anfangen kann. Es werden bestimmt auch hoffentlich neue Achievements und so weiter rauskommen. Ich wüsste aktuell noch nichts von neuen Achievements, aber ich würde mich echt darüber freuen, wenn Achievements in Kombination nicht nur mit den neuen Sachen dazukommen werden. Also, dass mit dem neuen Dungeon auf jeden Fall Achievements kommen werden, ist mir eigentlich ziemlich, ziemlich klar. Aber trotzdem fände ich es sehr, sehr cool, wenn es auch einfach mal so ein paar neue Achievements gibt. Da bin ich auch immer wieder ein großer, großer Fan. Okay, Pyramide und ein Dorf. Ja, ist cool. Jetzt aber nicht so noch suche. Denn das, was ich suche, ist dort. Ich werde jetzt sagen, hä, was willst du? Wir brauchen einen Lavasee. Und den habe ich aus der Entfernung schon mal gespottet. Kamel, Eisengolem. Ah, ich mag Wüstendörfer. Oh, das ist aber auch sehr interessant direkt. Denn Librarians sind jetzt hier direkt eben auch am Start. Und wir können direkt auch mal begutachten, wie das Ganze jetzt ist, denn für mich auch das allererste Mal, man wird nicht in der Lage sein, gezielt nach den Traits, die man eben haben möchte auf Büchern, so zu resetten, also random, so wie ihr das vielleicht noch von früher kennt. Denn es ist jetzt mittlerweile so, dass die Librarians abhängig vom
Biom oder besser gesagt von ihrem Auftreten nur noch dieselben Traits geben werden. Ich finde das wirklich gut, denn sie sind zu overpowered. Ihr seht, ich kriege die ganze Zeit nur Fire Protection und das wird jetzt keine seltene Sache sein, denn es wird jedes Mal immer wieder so sein, dass ich dieselben Sachen bekomme. Das heißt, du musst für zum Beispiel besondere Verzauberungen musst du dann halt auch in besondere Biome gehen und dort halt die rein türkische Villager ranholen. Das heißt, das Ganze ist mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden und ist eben damit jetzt nicht mehr super einfach, sich sehr, sehr schnell die krassesten Verzauberungen ranzuholen. Aber ich muss nochmal ganz kurz unter die Erde, um mir noch ein weiteres Item ranzuholen. Das habe ich vorhin eigentlich gesagt, vergessen. Mein Chef. Okay. Oh, perfekto. Es geht genau darum. Ein bisschen Redstone. Also es könnte rein theoretisch jetzt auch so sein, dass wir hier schon den neuen Dungeon finden. Also wenn wir halt, Glück haben. Haha. Oh mein Gott, das habe ich... Oh, ich habe es ja voll vergessen. Super kleine Änderung. Fledermäuse haben eine neue Textur. Ein komplett neues Model bekommen. Und sie sehen so viel cooler aus. Ich finde, dass die so viel besser aussehen. Die alte Textur sah halt wirklich super alt aus. Ihr habt hier nochmal die alte und jetzt eben die neue Textur eingeblendet. Ich bin großer Fan. Also wirklich Fledermäuse, oftmals ein bisschen gehatet, auch von mir, weil es halt eine Kreatur ist, die keine EP droppt, kein Item, eigentlich reine Deko ist. Aber jetzt ist sie halt wenigstens nochmal ein bisschen schönere Deko. Von daher finde ich das okay. Aber Diamantenquote... Alter. Junge, wo sind... Also, wie viele Diamanten sind denn bitte hier? Stellt euch mal ganz kurz vor, ich hätte Fortune 3. Ich habe 28 Dias auf nebenbei geholt. Ich wollte eigentlich Redstone und Eisen. Ich habe mehr Diamonds gefunden als Eisen. So, wir sind wieder zurück an der Oberfläche. Im Gepäck haben wir eine Menge... Also, for real, eine Menge Sachen, die ich so haben wollte. Gehen wir uns erstmal darum, dass das Eisen gebraten wird. Ich brauche aber mal ganz kurz noch ein paar Cobblestones. Oh, sorry, Bro. Keine Ahnung, was du da unten machst. Nehmen wir uns die mal ganz kurz mit. Genießen ein neues Crafting-Rezept, das, ja, also das mal auswendig lernen. Wir brauchen einen Dropper, ein Crafting-Table, so angereiht, zwei Redstone, fünf Eisen um das Ganze herum und wir bekommen ihn. Das eventuell krasseste Item, das in den letzten Jahren in Minecraft hinzugefügt wurde. Sieht auf den ersten Blick aus wie ein Crafting-Table, der ein bisschen cooler ist. Zum Vergleich, das ist der klassische. Und das ist der Crafter. So genau heißt dieser Block. Und er ist so besonders, da er die Möglichkeit eben hat, mit Redstone Power rein theoretisch automatisiert zu craften. Ich habe selber absolut keine Ahnung, wie er genau funktioniert. Denn ich habe mir noch nichts dazu weiter angeguckt. Du bist nur in der Lage, hier schon mit Containern Crafting-Rezepte vorherzustellen. Das bedeutet, ich kann rein theoretisch sagen, okay, ich möchte, dass der gesamte Input, und zwar in dem Fall Cobblestones, zu Cobblestone Slabs verarbeitet wird. Das Ganze kann jetzt zwischengespeichert werden und, also das ist jetzt eine sehr, sehr simple Veranschaulichung, aber wenn ich jetzt halt eben da Redstone-Signal trigger, wird diese Prozedur ausgeführt. Bedeutet, wenn ich beispielsweise jetzt Bock habe, noch mehr Sandstein zu machen, dann mache ich das halt so rein und kriege pro Redstone-Signal immer wieder neuen Sandstein. Was unfassbar gut ist, denn stellt euch mal ganz kurz vor, ihr habt eine Sugarcane-Farm, eine Goldfarm, eine was auch immer Farm. Ihr könnt direkt euren gesamten Input über, würde ich da jetzt ein bisschen komplexere Systeme, direkt zu dem Endergebnis, zu dem gewünschten Output bringen. In dem Fall vielleicht Papier oder direkt nur Goldblöcke und habt somit eine viel, viel, viel bessere, intelligentere Lagerfunktion und seid viel, viel glücklicher. Und ihr werdet auf jeden Fall in vielen Projekten, Großprojekten, Craft Attack und bei gefühlt jedem Redstone-Atzen werdet ihr sehr viel mit dem Kollegen sehen. Es ist wirklich eine unfassbar coole Sache. Es ist so eine gute Lösung mit diesen Containern, dass du halt rein theoretisch auch in der Lage bist, Crafting-Rezepte mit verschiedenen Rezepten und so weiter easy umzusetzen. Unfassbar cool. Ich möchte mit euch aber jetzt erstmal eine andere Sache nochmal angucken. Und dafür müssen wir in eine andere Dimension. Dafür haben wir praktischerweise auch direkt den Kollegen hier gefunden. Denn der Grund, weswegen wir hier hingehen, ist... Ich komme auch nicht daran vorbei, ne? Der Grund, weswegen wir hier hingehen, ist eigentlich nur ein einziges Item, das ich möchte. Aber wenn dir das Leben eine Treasure-Bastion gibt, ja... Ich weiß, ihr könnt es auch nicht mehr hören. Wenn dir das Leben eine Treasure-Bastion gibt, dann nimm es für wahr. Für Leute, die es nicht wussten, Treasure-Bastion, meine absolute Bastion. Man kann nicht an der vorbeilaufen. Und ich sag ehrlich, wir wollen ja heute noch einen gefährlichen Dungeon spielen. Von daher kann das eventuell noch ganz praktisch sein, noch ein bisschen besseres Equipment zu haben. Ja, Jungs, nimmt mir das nicht übel und so, ne? Aber... Oh. Ja, das mit der Kiste wollte ich jetzt eigentlich nicht. Easy. Und das wollte ich haben. Also, unsere Hose wird hier immer weiter geupgradet. Sharpness 2, danke dir. Okay, sehr, sehr gut. Wie bereits gesagt, das ist eigentlich auch gar nicht das, wonach ich auf der Suche bin.
Nee. Da ist nicht noch eine Treasure. Ja, Minecraft weiß, dass ich da halt nicht widerstehen kann. Ist das ein Zufall? Mir ist das schon beim Sandstein aufgefallen. Ist die Sprengresistance von TNT, was Blöckefarm angeht, genervt worden? Normalerweise hast du hier mal easy 3 Stacks Blöcke bekommen. Ich bekomme hier immer so 16 Dinger. Bin ich euch ehrlich, das war vorher halt auch ein bisschen broken. Ich habe das halt gefühlt immer ein bisschen sehr krass ausgenutzt, weil dadurch warst du halt in der Lage, super, super schnell, super, super viel Stuff ranzuholen. Also ich wollte eigentlich ja nicht in die Tri-Chamber dann jetzt mit halber Netherite-Rüstung. Aber Leute, wenn euch das Leben eine Treasure-Bastion gibt, dann mach Limonade draus. Sorry, Jungs. Alter, jetzt nochmal ein OP-Gap auf nebenbei. Okay, Treasure-Bastion. Ich weiß gar nicht, warum ich diesen Dungeon so sehr mag. So, wir trainen nochmal schnell, damit wir vielleicht ein bisschen Obsidian haben. So, machen wir uns mal noch eine schöne Netherite-Spitzhacke. Und weil es so schön ist... Boah, also das ist echt, echt schön. Ja. Wow, was ist die super. So, nochmal der große Test. Ich sag euch ehrlich, Enderperlen haben wir echt... gute Drop-Raten bekommen. Das reicht jetzt auch erstmal und wir hauen jetzt erstmal wieder hier ab. Perfekt. Da vorne, ich habe jetzt echt lange gesucht, aber da ist genau das, was ich brauche. Und ich habe das Gefühl, ihr werdet lachen, wenn ihr erfahrt, wofür ich es brauche. Denn wir werden es für ein Crafting-Rezept, also wir werden dort ein Item brauchen für ein Crafting-Rezept, das ich sehr gut finde. Und zwar das, was ich brauche, ist ein Item, das wir auf diesem Kanal schon so oft rangeholt haben. Und zwar Minecraft kam darauf... für ein wertvolles Item, das man sich jetzt mitunter auch machen kann. Ein dann auch ziemlich, ja, schon anspruchsvolles Item wie eine Blaze Rod mit in das Crafting-Rezept einzubauen. Was ich natürlich unfassbar cool finde. Eine einzige würde uns an sich schon reichen. Ja, reicht uns jetzt auch an sich. Denn der Nether hier ist eigentlich nur ein absoluter nebensächlicher Part. Ich brauchte wirklich nur eine Blaze Rod. Trotzdessen haben wir einfach mal auf entspannt nebenbei 2 Treasure Bastionen gespielt und uns mit noch krasserem Equipment ausgestattet. So, wir haben jetzt nochmal ein bisschen mehr Kupfer. Perfektamente. Was ich euch jetzt mit diesem Kupfer zeigen möchte. Kupfer, wir hatten das ganze Thema schon mal. Es kam damals ins Spiel. Es gab Blitzableiter, konntest hier ein Fernglas craften. Aber nach und nach sind mehr und mehr Sachen damit rausgekommen und mit dem jetzt bevorstehenden Update wird Kupfer noch einmal sehr, sehr nice. Also ich sag euch ehrlich, ich finde das, was sie damit machen, sehr, sehr, sehr cool. Was wir nämlich bis jetzt kennen aus Kupfer ist der Kollege. Ein Kupferblock. Ihr seht aber oben rechts, es rattert schon eine Menge durch und ich zeige euch mal, was jetzt hier abgeht. Also wir haben unseren normalen Copperblock. Daraus konnten wir Cut-Copper machen, Cut-Copper-Stairs, alle verschiedene Variationen, bla bla bla. Jetzt haben wir die Möglichkeit, beispielsweise eine Copper-Tür zu machen. Können uns einen unfassbar coolen Block machen. Ein Copper-Gate, Copper-Trapdoor, auch unfassbar cool. Ich zeige euch aber erstmal diesen Block, und zwar Copper-Grate. Ein Block, der mehr oder weniger fast schon als... also auch als Fenster fungieren kann. Unfassbar cool, dass du eben da durchgucken kannst. Logischerweise muss man dazu sagen, alle diese Blöcke können eben auch oxidieren. Das heißt, sie können auch nochmal grüner werden. Sehr, 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 sehr cool. Dekorationsmäßig unfassbar revolutionär. Sounds auch wieder fantastisch. Aber der Block, weswegen ich mir auch die Blaze Rod geholt habe, Achtung, 3 Copperblöcke, eine Blaze Rod und unten ein Redstone. Und du bekommst eine Copper Bulb. Das hier ist ein Block. Oh mein Gott, der Sound. Sounddesign haben sie so drauf. Ich finde, dass er so an sich schon mal sehr, sehr, sehr cool aussieht. Aber aufpassen, der Kollege kann leuchten. Deswegen mussten wir das Ganze auch mit Redstone eben craften. Du kannst ihn halt triggern und ich finde, das könnte eventuell mit eben einer Redstone-Lampe, also es ist basically eine Redstone-Lampe mit einer anderen Textur. Also da kann der auf jeden Fall mitreden. Der Sound nochmal. Ey, Sounddesign haben sie halt wirklich drauf, ne? Ja, und für diesen einen Block waren wir jetzt extra im Nether und ich habe mir eine Blaze Rod geholt. Da wir jetzt leider nicht mehr so viel Kupfer haben, ich zeige euch jetzt nochmal den Chiseled Kupfer Block. Den kümmern wir uns natürlich, wie so oft mit Chiseled Stuff, mit 2 Cut Copper Slabs, also mit Slabs eben übereinander machen. Und der hat also so einen Industrielook, glaube ich, für Deko-Zwecke auch unfassbar cool. Also ich muss sagen, was sie mit den Kupfersachen angestellt haben, große, große Props. Ich finde das eine sehr, sehr, sehr nice Sache, dass sie eben einen Block... der, naja, so semi viele Funktionen hatte, jetzt eben nochmal dekorativ plus eben auch funktional
mit so einer Redstone-Konstruktion noch mehr Zwecke geben. Bin ich großer Fan von und finde das sehr, sehr, sehr cool. Ihr könnt mir ja mal eure Meinung dazu in den Kommentaren schreiben. Leute, ich wollte gerade anfangen, danach zu strip-minen. Aber das hier ist gerade ein Gefühl, das ist echt besonders gerade. Denn das ist das allererste Mal, dass wir eine Trial-Chamber entdecken. Es fühlt sich an, als wäre dort ein Stronghold. Es liegt auch einerseits daran, dass wir halt dort Bricks haben. Die Axolotl haben ja echt, glaube ich, hier gut Glück gebracht. Hier unter uns haben wir den neuen Dungeon. Und dort werden neue Spawner, viele neue Blöcke. Die Tough Bricks, die kennen wir ja mittlerweile. Viele, hoffentlich coole Sachen auf uns warten. Und Leute, wir gehen jetzt das allererste Mal in diese neue Struktur hinein. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie eigentlich seltener ist. Da hat man schon ein bisschen viel gesehen. Wir hatten jetzt hier echt Glück. Kann mir aber gut vorstellen, dass die Wahrscheinlichkeit dafür nochmal gut reduziert wird. Wir gehen mal unten hinein und checken mal ab, was hier für krasse Abenteuer auf uns warten. Ihr seht aber auch schon direkt, es geht ordentlich los mit Action. Und viele Blöcke, die wir uns schon mal vorher im Detail angeguckt haben, sind hier direkt am Start. Und, oh mein Gott, das ist ja mal ordentlicher Damage direkt. Da haben wir auch direkt die neue Kreatur. Und zwar den Breeze. Ich muss erstmal ganz kurz einen Überblick schaffen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir nicht ganz beim Eingang reingegangen sind, sondern in einen random Part. Und ich glaube, ihr realisiert gerade, wir haben jetzt hier auch unter anderem nochmal den Bullblock oxidiert. Generell oxidierte Blöcke, die du alle hier farmen kannst. Du kannst hier so viele Ressourcen dir ranholen. Das ist ein absoluter Traum. Ich weiß selber aus Craft Attack, was das für ein Krampf ist, die Blöcke ranzuholen, weil sie nämlich Ewigkeiten brauchen zu oxidieren. Alter, ist das ein riesiger Dungeon. Und überall warten halt eben auch nochmal Monster auf dich. Ich glaube, wir werden das allererste Mal gegen diesen Kollegen kämpfen. Das ist eine Breeze. Und das ist die Windkreatur, die ich vorhin angesprochen habe. Unfassbar laut, aber cool. Erinnert mich an eine Blaze und an einen LA. Macht ordentlich Damage. Und ich stehe hier halt mit Half Diamond, ne? Hat verschiedene Angriffe. Und ich finde, sein Movement ist eigentlich relativ clever. Er weicht immer wieder zurück. Er ist halt jetzt kein Zombie, der sinnlos auf dich die ganze Zeit zugerannt kommt. Und hier haben wir einen der Räume. Wir haben generell auch beispielsweise immer wieder überall Dispenser, die mit verschiedensten Sachen auch gefüllt sein können. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie das genau hier abläuft. Denn hier an diesen Spawnern, das kann ich euch auch gleich nochmal im Detail zeigen, immer wieder davon abhängig, was für Blöcke um diesen Spawner herum sind, warten verschiedene Kreaturen auf uns. Deswegen Knochenblöcke und jetzt spawnen hier aktuell Skelette über mehrere Waves, bis wir eben fertig mit diesem Spawner sind. Das ist nämlich auch kein klassischer Spawner. Dazu kommen wir auch gleich. Ich habe hier nur gerade ein bisschen zu tun. Und wir sind fertig. Das hat sich jetzt auch nochmal durch den Sound, hat man das auch nochmal deutlich gehört. Und das hier sind Trial-Spawner. Wir bekommen jetzt zum Beispiel hier einen Trial-Key. Wissen ja auch noch nicht, was wir damit machen können. Und anhand dieser Knochenblöcke sind halt hier eben jetzt Skelette gespawnt. Und hier hatten wir passenderweise, wir haben da vorhin noch drüber geredet, die Windblöcke, die Chisel-Tough-Blöcke symbolisieren, okay, hier kommen Breezes her. Wir haben jetzt als Belohnung hier unter anderem 2 Emeralds bekommen. Hier gibt es generell auch nochmal stabilen Loot. Protection 3. Bane of Arthropods 3? Das sind solide Verzauberungen. Also ehrlich, da kann ich mich sogar direkt mal ein bisschen upgraden. Und da ich jetzt hier eben alleine bin, sind jetzt auch nicht ultra viele Monster gespawnt. Dieser intelligente neue Block, dieser neue Spawner, das ist kein normaler Spawner, hat nämlich die Fähigkeit zu erkennen, wie viele Spieler um ihn herum sind. Sollte ich jetzt mit Stegi und Heiko hier stehen, dann wären jetzt auch mehr Monster gespawnt, um den Schwierigkeitsgrad dementsprechend anzupassen. Das heißt, mehr Spieler, mehr Monster. Und ich sage euch ehrlich, ich finde das Konzept so cool, weil das halt ehrlich gesagt ein weiteres Adventure ist, das du reintutsch mit Freunden oder wie auch immer immer wieder bestreiten kannst. Und ich finde das sehr, sehr cool, dass sie halt an Multiplayer denken, dass sie Sachen hinzufügen, die für dich relevant sind, wenn du irgendeine kleine, weiß ich nicht, Aufgabe machen willst, du willst irgendwie ein kleines Abenteuer, ja, dann gehst du halt hier hin, machst ein bisschen Action und ab geht es. Und man muss sich auch vorstellen, das ist ähnlich wie bei einem Stronghold. Es gibt hier verschiedenste Bereiche, die man hier immer wieder entdecken kann. Nicht jeder Trial Chamber ist gleich. Wir haben ja unter anderem auch immer wieder diese Pots, in denen verschiedenste Sachen auch nochmal drin sein können. Wir haben super interessante Loot-Sachen. Tough-Blöcke, Birch Hanging Signs, eine Steinaxt, Emeralds, Bambusblöcke. Das ist allein, muss ich euch ehrlich gestehen, unfassbar cool für irgendwelche Force-Battles nur rein theoretisch hier hinzugehen, um vielleicht besondere Sachen ranzuholen. Denn es gibt hier auf jeden Fall auch OP-Loot. Hier ist mir direkt etwas aufgefallen. Hier haben wir gefühlt wie in so einem Geheimschacht. Oh, hier ist einfach ein Baum.
Und hier haben wir so Starterkisten, falls du halt vielleicht Holzprobleme hast und noch nicht perfekt equipped bist. Also hier gibt es auch im Notfall halt Holz. Alter, ich mag das. Ultra, das fühlt sich so interessant und neu an, weil ich eben auch, muss ich auch ehrlich gestehen, alle Sachen in- und auswendig kenne. Auch wieder verzauberte Bücher. Auch ein Schild da oben. Sehr, sehr interessant. Also hier sind jetzt halt die Sandsteinblöcke. Ich habe die Challenge bewältigt und es droppen eben gebackene Kartoffeln. Aber mir fällt gerade auf, wenn ich jetzt zum Beispiel keine Wüste finde, wo normalerweise nur Husk spawnen können, dann kann ich auch einfach hier so ein Teil suchen und habe mit etwas Glück den richtigen Spawner und kriege einfach eine Kreatur, die man normalerweise nur halt in Wüsten bekommen kann. Einfach mal in einem Tiger-Biom, in dem ich mich jetzt ja eigentlich befinde. Und ich sage euch ehrlich, man hat ja auch echt eine Menge zu erkunden. Alter, wie weit geht's denn hier runter? Und das ist der nächste Dungeon-Raum. Und wir haben jetzt hier wieder Knochenblöcke und dementsprechend Skelett. Und hier haben wir wieder Breezes. Und hier nochmal Skelette. Also Triple Spawner. Also das könnte ordentlich reinknallen. Und oh mein Gott. Und diesmal sind hier Heiltränke drin gewesen. Fire Charges. Alter, was geht hier alles ab? Hä, wie cool. Denn ich muss euch auch nochmal ganz kurz erklären, weswegen sind die Dispenser hier? Breezes sind ein Monster. Durch deren Projektile sind sie in der Lage, Redstone-Signale zu triggern. Das heißt, wenn sie hier in die Nähe schießen, dann triggern sie auch die Dispenser. Und ich sage euch so, Leute, ne? Ich bin ja hier Half Diamond. Hier geht schon ordentlich was ab gerade. Ich liebe die Sounds, ne? Sounds unfassbar cool. Wir kriegen einen weiteren Key. Und fällt das euch gerade auf? Ich war jetzt in der Lage, sein Projektil zurückzuschießen, aber er selber kann nicht von dem Pfeil getroffen werden. Goldene Karotten, by the way, als Reward. Cool. Das ist kniffliger, als man sich vorstellt, ne? Jetzt geht er aber auch clever in den Melee. Da oben war er eigentlich sogar stabil sicher. Und es kommen sogar noch mehrere. Guck mal, ich kann, wenn ich mich drauf konzentriere, halt auch immer geil ausweichen. Er hat ein super Movement. Geiles Moveset. Er springt auch näher an mich heran. Alter, er ist richtig geil gemacht. Sind wir fertig? Ja. Yep. Also, weiterer Trial Key. Liegt dort oben drauf. Goldene Karotten, auch nice. Gefällt mir sehr. Bin mal jetzt mal gespannt, was wir jetzt hier in den Kisten drin haben. Weil hier sind, glaube ich, auch in verschiedenen Kategorien. Das könnte jetzt eine Reward-Chest sein. Fortune 1, Silk Touch, Quick Charge 1, Piercing 2, Crossbow. Das sind Sachen, die sind nicht verkehrt. Je nachdem natürlich, auf welchem Stand du jetzt in deiner Minecraft-Welt bist. Aber so ein FE3-Buch nimmt man eigentlich schon mal gut und gerne mal mit. Ich habe auch ein bisschen den Überblick gerade verloren, wo ich jetzt schon genau war. Also ich bin super gespannt auf eure Meinungen in den Kommentaren zu diesem Dungeon. Oh, so ein Geheimraum. Hier kann ich meinen Respawn-Punkt setzen. Und krieg auch nochmal, was? Krieg hier nochmal auf Netz so einen krassen Crossbow. Ja, das ist so clever. Das ist so cool gemacht. Findet ihr, ich übertreibe ein bisschen? Ich finde, das ist ein Dungeon mit so einem nicen Charme. Aber auch unfassbar groß, ne? Also wir reden hier, glaube ich, gerade auch über eine potenzielle Größe wie bei einer Ancient City, die ja an sich auch echt, also ein sehr, sehr großer Dungeon ist. Es kommt mir wirklich vor wie ein Labyrinth. Und hier haben wir nochmal den nächsten Raum. FE5? Oh mein Gott, warte mal. Das müssen ja jetzt hier schon die krassesten Bücher sein. Ist das hier irgendwie der Endboss-Raum? Es kommt hier auch Wasser raus. Wir haben ja leider bis jetzt immer nur Breezes und Skelette. Es können halt wirklich die verschiedensten Kreaturen auf dich hier warten. Du redest halt wirklich von verschiedensten Spawnern. Ey, der ist, also ich feiere den Breeze sehr, ne? Oh mein Gott, warte mal. Also der Poison Pot, das ist natürlich auch unangenehm. Auch erledigt. Gecleared und, Leute, also mal ehrlich, der Stuff, Sharpness 2, die Axt. Aber mal so ein FE5-Buch, das nehme ich gut und gerne mal mit. Also finde ich ehrlich stabil. Man könnte hier rein theoretisch auch zum Beispiel OP-Gaps herbekommen. Fantastisch. Fantastische Arbeit. Hier unten haben wir so eine Schlafkammer. Alter, hier ist es unter Wasser. Ich glaube, ich bin jetzt hier mehrmals halt schon durchgelaufen. Ich glaube, wir haben alle möglichen Räume abgecheckt. Ich habe jetzt nochmal recherchiert. Es gibt insgesamt mehr als 10 verschiedene Trial-Spawner-Varianten mit den Blöcken. Wir haben jetzt halt Breeze gesehen, Skelett und Husk. Es gibt noch Slime mit Moosblöcken, Zombie mit Massy Cobblestones, Baby-Zombies explizit mit Cobblestones und Massy Cobblestones, Husk, wie gesagt, mit den Sandsteinblöcken, Skeleton mit Knochenblöcken, dann einen kompletten Tri-Spawner, der ist unfassbar krass, mit Potsoul, einem Pilz, Knochenblöcken für Skelette, die mit Poison Arrows spawnen, Eisblöcke für Strays, Spider mit Steinen und Cobwebs, Cobwebs mit Potsoul und Steinen und dem Pilz wieder für giftige Sachen,
nämlich einer Cave Spider. Und es gibt nochmal mit Stone Bricks Silberfische. Unfassbar geil, dass es so viele verschiedene Variationen an Monstern gibt, die von diesen Tribespawnern, ja, gespawnt werden können. Ich glaube, wir sind jetzt hier eigentlich durch. Ich gucke mir das Ganze mal im Spectator-Mode an, damit wir mal einen Überblick davon bekommen, was das genau jetzt war, was wir hier gesehen haben. Und er kam mir unfassbar groß vor, aber wenn ich das jetzt gerade mal so sehe... Oh, hier war noch eine Kiste. Was wäre da drin? Alter! Diamanten? Okay, es gibt nämlich hier auch Diamantblöcke. Für Hardcore und Crafting-Tipps sehr interessant. Man kann hier Diamantblöcke herbekommen und auch OP-Gaps und so. Mir kam der Dungeon eigentlich unfassbar groß vor, aber jetzt nochmal so in dem Detail kommt er mir eigentlich relativ klein vor. Es gibt definitiv größere Varianten mit noch weitaus mehr verschiedenen Räumen. Ich finde das unfassbar geil. Trial Chambers, ich bin so gespannt, was uns in diesem Update noch erwarten wird. Mir hat das Ganze erstmal sehr gut gefallen. Ich bin super gespannt auf eure Kommentare, auf eure Meinungen. Was sagt ihr zu diesem bevorstehenden Update? Wie findet ihr den neuen Dungeon? Wie findet ihr die neuen Blöcke? Was sagt ihr zum neuen Monster? Und vor allem das Loot? Also das sieht doch ehrlich gesagt danach aus, als ob sich das wirklich lohnt. Lasst unbedingt ein Like da, schaut auf meinem zweiten Kanal vorbei. Jeden Tag eine Folge Craft Attack. Und euch allen nur das Beste. Habt einen super Tag und vielleicht sehen wir uns ja nachher noch im Livestream. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao, 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 ciao.